Lass du das Auto auswählen. Wer muss? Ich, Tomete. Tomete fährt, fährt ein Rennen, glaube Die ich. Sache ist aber grundsätzlich, das So, ist dann halt bin interessant. Also ich habe ich und dann Kirsche. für eine Aufnahme anderes Settings als logischerweise für einen Stream. Ja, das im Nachhinein macht das Ich natürlich auch meine, Sinn, aber. traurigerweise sieht meine Aufnahme qualitativ besser aus als mein Stream. Ja, logisch. Das Das ist wundert mich jetzt logisch. nicht so sehr, muss ich Nee, gestehen. das wundert Andersrum wäre mich. strange. Also ich meine, das liegt, na, die Sache ist, wobei ich ja schon mein Bestes versucht habe rauszukitzeln. Das, was halt Twitch-technisch halt möglich ist, halt das irgendwie rauszukitzeln, weißt du? Ich glaube, das ist Oh eher so Gott. ein Bandbreitenlimit, nicht ein Twitch-Limit. Das ist ein Twitch-Limit. Das ist ein Wieso? Twitch-Limit. Twitch, also das Problem an der Sache ist, A, bietet Twitch nur 1080p an, natürlich trotzdem auch in 60 FPS, aber halt 1080p nur maximal an. Und meint, man soll doch bitte nur mit 6000er Bitrate streamen. Du kannst aber auch ein bisschen höher gehen. Aber dann betitelt der angeblich im Dashboard, dass dein Stream dann instabil sei, was nicht mal eigentlich mal wahr ist. Okay, aber 6000 klingt ein bisschen wenig. Und wenn ich mir da andere Streams angucke, Ja, sehen die aus, als ist wäre auch das deutlich wenig. mehr als 6000. Ja, man kann auch 8000 machen, aber dann, Ich, aber um höher ich, sollte man äh, dann nicht mehr ich, gehen. ich stream ja auch mit einer höheren Bitrate. Aber grundsätzlich sagt Twitch halt zu 1080p, 60 FPS, 6000 Aber Bitrate. auf YouTube kannst du eben 50.000 machen. Ja, Das ist aber wenn schon. ich mir andere Twitch-Streams angucke, dann sehe ich nicht, dass da irgendwo ein Pixel verrauscht wäre oder sowas. Also entweder die bieten dann höhere Bitraten für wie auch immer das bei Oh denen doch. heißt an. Das kommt, ne, das Problem ist Oh doch. oftmals, das kommt teils auf das Game an. Also es gibt halt Games, die kommen mit dieser Bitrate ein bisschen, kommen mit der Bitrate klar. Und dann gibt es Games, die kommen mit dieser Bitrate gar nicht klar. Bestes Beispiel zum Beispiel ist GTA. Ich verfolge das ja bei einem Streamer, der ja GTA Oh streamt, Gott, der komm hat doch da das rum! auch grafisch recht Ach hochgemoddet. komm. Ah, ich bin aber auch Und gecrashed. wenn Das kann nicht wahr sein, er, wenn er, normalerweise streamt er so mit 8000er Bitrate oder sowas. Manchmal schraubt er es aber runter, weil sich so bei manchen Sachen wie React oder so sagt, lohnt keine 8000. Wenn er Der das bei Fehler GTA kann dann. ich mir gegen Kirsche nicht leisten, Mann. Wenn er dann aber in GTA geht und in der Karre sitzt und losfährt, hast du Pixelbrei. Okay. Ja, das. Ja gut, GTA noch nie gesehen. Naja, gut, diese Bitraten sind ja auch komplett für den Arsch, das. Aber es gibt ja auch Also, alle IRL-Streams, aber das ist einfach 8000, nur das ist Kamera. wirklich, das ist eigentlich für heutzutage wirklich schwach an sich, wenn man sich das so Ich überlegt. kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Twitch ist leider, was deren Anforderungen angeht, sehr altbacken. Wenn man so überlegt, so YouTube, ich schätze mal auch hier Kick, Trovo und Co. bieten auch, denke ich, nur safe mehr an, aber Twitch bleibt leider auf seine 1080p, ja, dann 6000er Bitrate. Und das, 1080p wäre mir egal, glaube ich. obwohl man, wenn man mal dazu Das überlegt, stört auch. dass, wenn Das man stört überlegt, an sich nicht. Achso, Entschuldigung. wenn man überlegt, welche Firma dahinter hängt, wundert es mich immer noch, dass das eigentlich so krass eingeschränkt ist. Weil Amazon gehört zu Twitch. Und Amazon kann sich bestimmt bessere Server und so leisten. Das Problem ist ja nicht die Auflösung an sich, das Problem ist vielmehr, dass da an die Auflösung eine maximale Bitrate geknüpft hast. Ja, aber Auflösung macht auch Qualität. Ja, schon, aber nicht für den Monitor, die ja eh nicht darstellen kann, oder? Also. Doch. Nee, 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 es ist ja nicht wie bei YouTube, dass die Auflösung automatisch irgendwie die Bitrate Ja, beeinflusst. gut, Ja, aber das ist ja, was trotzdem. ich meine. Also, Ja, gut, wenn du aber. die Bitrate hast, die da halt haben wollen würdest, dann wäre doch scheißegal, ob du 1080p hast. Am besten die Auflösung, die dein Bildschirm nativ hat und fertig. Und dann halt Ja, das eben die meine ich Bitrate ja. hoch genug. Ja, gut, so gesehen, ja, okay, von mir aus, ja. Aber nochmal, es gibt doch auch IRL-Streams, also wo irgendwie Leute mit der Kamera rumrennen. Das ist ja jetzt auch aufwendig im Vergleich zu irgendwelchen Spielen von dem, was da Ja, wenn du. passiert. Ja, Aber da sehe klar, ich wenn auch du. keinen Brei. Doch, wenn du. Gut, Müsstest du nur mal ein
eine Fahrradfahrt durch den Wald oder so haben, dann wäre aber... Okay, ja, gucke ich nachher gleich mal, ob es sowas gibt. Die Aspekte grundsätzlich, die Twitch-Bitrate kommt mit Gras nicht klar. Mann, diese blöde letzte Kurve, ne? Jedes Mal rutscht der wieder zu viel. Zum Beispiel Games mit hoher Vegetation. Da kackt Twitch Spitred richtig. Ach, das ist schon zu Ende. Ja, die hätte man gewinnen können. War lächerlich. Das nächste ist übel und das letzte ist halt auch nochmal so richtig lang. Ist halt der Sieg so, kackt gehört Twitch leider dir. Ab. Das ist ärgerlich, das hätte man gewinnen können. Scheiße. Immer hat der so einen doofen Drift auf bei der eine der letzten Kurven gemacht. Das war nervig. Also beim Tunnel bin ich auch in der ersten Kurve gerade noch so mit... Und der Einfahrt in die zweite Runde war ja schon so Müll. Ah, ja. Oh, nee. Und das wird halt eben... Also aber da hat ja Tomete vorher gesagt, dass ich nicht crashen werde, ne? Ne? Aber halt auch wieder National Forest, ne? Ja, aber nicht auf der Strecke mit dem Auto. Oh Gott, das kann ja was werden. Oh ja, okay. Ich hab jetzt einfach Auto ausgewählt, aber ihr wart schon fertig, sehr gut. Ich hoffe, die ist in der Richtung, wo der erträglicher ist mit dem Auto. Nein, du hast den Sprung in den Wald. Und du hast nach dem U-Turn die beiden Sprünge auf der Geraden. Und die können halt schief gehen. Ja, das Auto springt gerne zum Mond, das ist das Problem. Ach ja. Oh, man kann natürlich auch außen lang fahren. Hab ich gemacht, weil ich es verzeckt habe. Ist aber auch nicht sicherer dadurch. Kann man zum Glück bei der Map sehen. Das würde ich da garantiert auch öfters mal außen fahren. Ja, irgendwie. Und da ist schmerzhaft. Also die Gegend hier ist irgendwie ganz schön kaputt. Lavalisiert. Jetzt habt ihr hier alle das volle Pack außer ich. Weil es bei dir nicht klappt. Ja. Warum klappt es bei dir nicht? Oder was klappt da nicht? Er kann, Alter. Warum dreht sich meine Karre weg? Das weiß ich nicht. Jetzt gibt's schon? Das ist zu früh eigentlich. Das passiert hier an der Stelle auch ständig. Was sollte ich jetzt sagen? Warum es bei Tomete nicht geht? Er kann, was der Grund ist, keine Ahnung, aber er kann auf jeden Fall nicht jede Strecke eigene Textur haben. Wenn geht's halt nur ach so. Dingens. Das, ja, nee, das kann nicht sein. Doch, das ist so. Doch, ist mal aber an meiner Rechnerleistung kann es ja nicht liegen. Oh, weil nein, das ist eine Einstellungssache, nicht eine Rechnersache. Tatsächlich der Big Jump hier, ich kann kotzen. Ja, das geht mit dem Auto einfach nicht. Es geht einfach mit diesem Auto nicht. Ihr seid leider schon weg, weil ich habe mich ja weggedreht. Und das soll ich jetzt 8 Runden aushalten? Ach, das ist ja das Scheiße. Scheiße. Ach du Scheiße. 8 Runden geht diese Scheiße. Ja, die Strecke ist geil, aber das Auto ist halt eben... Oh, die Strecke ist... Die Strecke ist meine Lieblingsstrecke, das ist gar nicht so das Thema. Ja, das Auto will echt zum Mond da immer springen. Kirsche? Anwesend. Warum hast du mir die Crash-Phase gegeben? Ich hab mich das schon das zweite Mal besessen lassen. Naja, wenn Tomete vorher sagt, dass ich mich nie crashe in dem Rennen hier, dann muss es halt eben die Crashs, die anstehen, dann irgendwie anders übergeben werden. Das war dann vielleicht du? Ich hätte es gar nicht erst versuchen sollen, da Vollgas rüber zu fahren. Ich glaube, Vollgas springen geht, aber wenn du beim Landen auf dem Gas bist, dann das musst du sehr viel Glück haben. Nee, das war schon der Sprung, der war schon. Der ist ja so schief geflogen, Alter. Und so hoch und. Das konnte nicht gut gehen. Und das muss jetzt 8 Runden. Na, sehr gut, auf 8 Runden kann es ja bei dir vielleicht auch mal schief gehen. Nein, hat Tomete so vorher gesagt. Hat er wahrscheinlich. Ja, deswegen hab ich den Scheiß ja jetzt. Genau. Meine Crashes hat alles Steve übernommen. Danke nochmal. Ich mach Crashes, wo ich mir so denke, warum? Das kann ich bestätigen. Das du die machst oder Steve die macht? Oh Mann, ich. Ist die Krise mit diesem Auto, weißt du das? Ja. Und wir fahren 8 Runden, Alter! Ich bin ja schon wieder so langsam durch. Das ist zum Kotzen. Also, die Abkürzung habe ich gut bekommen diesmal. Hey, ich muss da echt langsam mal rumfahren. Ich kann das nicht Vollgas nehmen. Ja, ich. Das gehe hier auch nix. Ich meine, also wenn wir trotzdem irgendwann abfliegen. Scheiße! Wo willst du denn hin, Auto? Jetzt sind wir da wieder untersteuern. Ich glaube das einfach nicht.
Oh Gott, das war. Kaum habe ich fast die Möglichkeit, Clemens zu überholen, da crash ich da doch auf gegen diesen scheiß Stein. Du hast keine Möglichkeit, mich zu überholen. Das kann ja wohl nicht wahr sein hier. Na, kurz vom Start. Du, ich war eben verdächtig nah, du. Ja, weil wie den scheiß Berg. Der Drecksberg, Alter. Okay, ist das über alle Berge wahrscheinlich schon wieder? Ja, wegen dem Berg ist er über alle Berge. Das ne, da konnte ich ihn gerade sehen. Ach, das gibt's nicht. Wie kommst du so schnell über den Berg? Nein, du musst nicht schnell sein, du darfst nur nicht abfliegen. Ja, das tue ich ja jedes Mal. Die hatte ich aber letzte Woche, nee, vorletzte Woche mit Kirsche auch geübt gehabt, glaube ich. Da habe ich es auch das eine oder andere Mal ja, geschafft. Aber hier ist das Problem das Auto, nicht die Strecke. Ja gut, das ist richtig, ja. Muss ich jetzt ernsthaft Gas wegnehmen für den Sprung, weil ich das sonst anders nicht hinkriege? Ich habe es jetzt gemacht und wäre fast abgeflogen. Also... Ja. Man will es einfach nicht wahrhaben, ja. Aber ich sollte es tun. Ja, Demon ist jetzt wieder über den Berge, also... Letztes Mal habe ich den Berg bekommen, weil ich Gas weggenommen habe. Bei dem, das Auto scheint es ja nicht anders zu schaffen. No, es kann schon gehen. Wenn du auf Rundenrekordjagd gehst, dann geht das schon, schätze ich mal. Aber nicht bei 8 Runden und Gesamtzeit zählt. Ah, und trotzdem nicht so viel. Ich hasse das. Weil das Auto ist nicht für diese Strecke gemacht. Das Auto wird gar nicht gemacht. Ist das überhaupt für eine Strecke hier gemacht? Ja, das ist eine gute Frage, ne? Ich glaube nicht. Proving Grounds. Ja, glaub, die gibt's hier aber nicht, leider. Ich glaube, der Star wird dazu sehr rutschen. Ach, Proving Grounds kriegt jedes Auto hin. Das kriegt selbst ein TS50 hin. Na, Untersteuer. Bist du sicher totale Scheiße bei Vollgas? Ich glaube nicht, dass er da noch eine Kurve kriegt. Vielleicht eher so ein Dragster-Rennen oder so, wo es nur geradeaus geht. Du weißt, wie der untersteuert, wenn der auch den fünften Gang erreicht. Das ist richtig, ja, aber die Kurven sind ja auch nicht sonderlich scharf. Ja, für den ist das aber eine Haarnadel. Ja, schon möglich. Alter, der springt selbst mit diesem leichten Sprung ziemlich hoch hier, was ist denn das? Ja, du kannst auch bei diesen beiden kleinen Hüpfern da echt voll abfliegen. Hat dieses Auto auch irgendwie sowas wie Downforce? Habe ich nicht das Gefühl bei dem. Der braucht die Downforce, die jetzt der Elite hat. Jo. Oder was heißt jetzt? Die hat der wahrscheinlich schon seit 2 Jahren oder so, aber... Der braucht die Schrott. Ach, jetzt doch das. Alter, würde sich ganz gut machen, glaube ich. Ich glaube, darin ist er gut. Was ich auch bei dieser... Wieso muss ich da Gas wegnehmen bei dem Auto? Bei der einen Abkürzungskurve, oder die kleine Abkürzung. Das soll direkt nach Startziel? Ja. Nein, diese kleine Abkürzung da. Ja, schon nach Startziel. Die, wo eigentlich kein Wald ist, sondern wo ich auch gegen. Wo Stevie außen lang gefahren ist. Ja, genau die. Nee, das Ding meine ich nicht. Ich meine so, die, okay. Die davor noch, da dieses kleine Sandstück. Davor da. Ist kein. Ja, das Sandstück, das meine ich. Da ist Stevie außen lang gefahren in der Startrunde. Ach so. Also es geht auf jeden Fall mit Vollgas, aber ich habe es die ersten paar Runden auch nicht geschafft. Also ich habe es versucht und bin sofort gegen den Stein geflogen. Ja, musst halt also eben gut ausholen vorher. Oh Gott, ey, das ist... Wo bist du bitte? Was ist deine Rundenzeit? Ich bin in der Tunneleinfahrt jetzt. 1.34.60. Wie kriegst du das mit dem Ding hin? Ja, einfach vorher Tomete sagen, er soll vorhersagen, dass ich nicht abfliege. Ich hätte ihn auch vorhersagen lassen können, dass ich 1.30 fahren soll. Ich habe eine 1.35.33, Alter, wie kriegst du 1.34, wenn ich Holy fahre? Du bist ja gar nicht so viel besser als ich. Ja, weil ich bei diesen Sprung mir nichts traue, das ist halt ja furchtbar. Geht bestimmt alles noch 1-2 Sekunden schnell, wenn man da mal Vollgas durchfahren würde. Und es dann klappt natürlich. Also ich habe da 1.37.53, aber ich glaube, das ist auch mein ASAC-Rekord. Keine Ahnung, wie du auf eine 1.34 kommst mit dem Auto, das ist ja... Na gut. Ja, das kriegt man irgendwie sowieso nicht mehr. Kann man irgendwie total vergessen, gegen dich zu fahren.
Ja, jetzt habe ich es ohne vom Westgehen geschafft. Ja, ausholen hilft. Aber da musste ich ganz weit nach da außen, damit das funktioniert. Ja. Und dann ist beim ersten Versuch bei mir dann in der Mitte der Kurve ausgebrochen, ich wäre fast innen gegen gescheppert. Oh, Wagen, verfolgt. Na gut, eigentlich was mein Fehler. Ich wollte gerade sagen, es bringt nichts dem Wagen zu sagen, er soll vorsichtig fahren. Das musst du schon dem Fahrer sagen. Will da nicht voll das nur, es geht doch eh wieder schief. Oh, es ging mal gut. Holy echt? Oh, ich hab's noch nicht probiert. Ja, aber man muss echt Angstschweiß. 1,34. Hundertstel für Hundertstel wird schneller. Oh, aber dafür nicht aufgepasst und den Stein mitgenommen. Das hat was gebracht. 1,34,40. Oh, das klingt. Oh nein, nein, nein. Jetzt warte ich hier auf die E-Mail, wie ungeschickt. Ja, dummerweise kam ich, habe ich hier so viel Schwung drauf gehabt, dass ich unter Grenze sogar war. Ich hätte also noch tiefer als 1,34,40 herhaben können. Jetzt habe ich bei dieser komischen Abkürzung kurz vorm Ende kommt, da habe ich jetzt zu viel gewollt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich doch den sechsten Gang in dem Fall gebrochen habe. Ja, also wenn du Vollgas rüberfährst, dann schon. Also und es überlebst. Ja, ich habe gedacht, das klappt trotzdem mit fünften. War aber trotzdem kurz der Begrenzer da. Naja, hätte ich noch schneller durchfahren können dann. Zumindest Vorhersage hat nicht gestimmt. Also um an deine Zeit ranzukommen, muss ich das Ding Vollgas fahren. Das ist super geil. Nö, da fehlt ja nicht mehr viel. Was sind das 7? Was hast du 40? 1,34,40. Also ja, dann bin ich 700stel schneller. Aber ich hätte deine Zeit haben können, hätte ich den sechsten Gang benutzt in dem Fall. Ja, ja. Wo ich hier noch die 3 Sekunden raus ist. Keine Ahnung, ich hab nur 1,38,60. Ding ist halt, dass ich Druck nicht kann und so, das verstehe ich, ja, aber ich meine, bei den Weitstrecken gibt es ja nicht so extrem viel falsch zu machen. Gehst du irgendwo vom Gas, außer bei dem Sprung? Das ist die letzte Runde. Ja, ab und zu schon. Da holst du die Zeit raus. Ja. Lenk doch ein! Den Sprung muss man halt echt Vollgas kriegen. Nö, also ich meinte ja außer beim Sprung, ne? Sprung vielleicht geht auch Vollgas, aber mit dem Auto vielleicht lieber sicherheitshalber nicht. Aber ansonsten, alles Vollgas. Ja, ich hab's wieder mit Vollgas versucht, den Sprung, das war ein Fehler. Ja, das kann halt, ja, mit dem Auto halt. Aber es sah auf jeden Fall stylisch aus. Jetzt hab ich diesmal den sechsten Weg benutzt und diesmal war er dann zu hoch. Soll man das jetzt wissen, ob was welcher Schwung jetzt genug ist, dass man 6. Gang braucht oder nicht braucht? Oder ist es wieder so ein Ding, dass der 6. Gang dann so ausbremst, dass man dann doch schneller ist, wenn man mit dem Begrenzer kommt? Oh, ich hab... Man darf das echt nicht versuchen. Jetzt habe ich, also das einmal hat es geklappt, aber diesmal habe ich mich wieder an dem Stein da gedreht. Ja, bin ich auch einmal hingeblieben. Weil man kann es ja versuchen, aber man muss halt einfach rechtzeitig erkennen, dass es nicht klappt und dann aufgeben. Ja, manchmal will man das nicht wahrhaben. Ja, genau. Das ist genau das Problem. Am meisten, das geht doch. Oh, ich bin einmal rangekommen. Du, doch so ein Fehler und wahrscheinlich... Naja, weil ich halt im Stein da geparkt war. Ach so, das war das. Okay. Aber das ist schon 2 Runden mehr oder so. Okay, mein Handbremsentrick funktioniert. Dann komme ich wieder voll das über, ohne irgendwelche Sorgen. Ja, Handbremse oder Gas wegnehmen, wo ist der Unterschied? Ja, das war ja nur einmal antippen. Schon letzte Runde. Wieso war das keine bessere Rundzeit jetzt? Ach, mal schon in der ersten Kurve, da war ich ein bisschen gerutscht, ne? Ja, scheiße, sonst wär's jetzt für mich ein guter 6. Gang gewesen. Aber die erste Kurve war zu rutschig, deswegen hat's wahrscheinlich nicht geklappt. Schade. Ärgerlich! Er hat einen 6. Ja, sicher. Ich schenke die ganze Zeit nur im 5. Besser als im 4. Aber schade! Da hätte ich deine Zeit auf jeden Fall packen können. So, diesmal bremse ich bei dem Jump. Aber die Bremse brauchst du nicht. Aber nur beim Landen, echt kein Gas geben beim Landen, während du aufkommst. Sei denn, du bist perfekt gerade. Doch, das mache ich immer Vollgas durch. Oh ne, da bin ich schon so oft weggedreht.
Aber dieses einmal ganz kurz Handbremse anzippen an der Bergspitze hat funktioniert für mich. Ja, aber ist es reproduzierbar? Es war zumindest die letzten zwei oder drei Runden. Ich weiß immer noch nicht, welche Stelle ihr hattet, wo ihr immer vom Gas musstet. Ja, der Sprung, der letzte Sprung in den Wald rein. Der letzte Sprung kurz vor Startziel, der ist richtig kacke. Witzig! Ich bin nicht vom Gas gegangen. Ich bin da, wenn ich nicht vom Gas gegangen bin, dann bin ich da volle Kanne abgeflogen gegen irgendeinen Baum oder irgendeinen Scheiß. Weiß, aber deine Topspeed ist genauso niedrig wie meine und ich bin vom Gas gegangen. Nur Demon hat eine höhere Topspeed, weil er da halt eben flat gefahren ist ab und zu. Jo, die letzten drei Runden oder so. Und Tometes Topspeed, da fehlt was. Oder das ist der Limit vom fünften, kann auch sein. Das 261er Limit vielleicht ist, ich weiß es nicht. Der fünfte geht bis 260. Ja, dann war das vielleicht, weil ich da einfach im fünften war. Brumm. Wieder rechts rum her. Ich muss mir das echt mal besser einkriegen, wie man rum die Strecke irgendwie die Kurven geht. Immer der Nase nach. Kommt doch von der Wand weg. Profi-Tipp, gar nicht erst in die Wand reinfahren. Ja. Da wäre ich so nicht drauf gekommen, dankeschön. Das wäre so ein klassischer EA-Tipp. Och, WRC 7 hat auch lustige Tipps gehabt, ne? Bei Baduel getrieben musst du selbst schalten. Ja. Das war. Das stand im Ladebildschirm bei einem manuellen Getriebe müssen sie selbst schalten. Ich hab was haben die denn gedacht, was für Leute bitte das Game spielen? Oder bei Nässe ist die Haftung des Autos schlechter, egal ob sie auf Asphalt oder Schotter fahren. Nicht drehen, du dumme Karre! Mann! Ich berühre die Wand, dass ich anderthalb Mal. Ja, natürlich. Und Kirsch ist schon wieder sehr schnell unterwegs. Also so weirde Tipps, also okay. Kann man auch mal machen. Aber irgendwann wurde sich, ich weiß gar nicht, Petje Kmusmann oder wie der heißt. Was? Ach komm, sind das ein Bullshit. Der hat das irgendwann mal, der hat so ein Video gemacht, if Quake was done today, das ist schon 10 Jahre oder so her. Aber das ist nach wie vor aktuell eigentlich. Da hat er das Ganze so richtig ins Extreme gebracht. Da hat er so Tipps eingebaut wie, shoot enemies to kill them oder irgendwie sowas. Guter Tipp. Muss man ja auch erstmal wissen. War eine schreckliche zweite Runde. Oh, war ich so schwammig, ey. Also der hat das wirklich, wie halt heutige Spiele so sind, das hat er doch so aber ins Extreme getrieben. Kann das sein? Das sah knapp aus, ja. Jo, aber richtig knapp. Ein Zehntel, halbes Zehntel. Meine zweite Runde so war richtig kacke. Ich fahr richtig zickzack heute komplett. Es ist halbwegs gerade links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Vielleicht Sensitivität irgendwas geändert? Nee, ich bin einfach nur zu dumm. Da, schon wieder vergessen, ich wollte eine Einstellung vom Lenkrad ändern, fällt mir dabei ein. Das vergesse ich schon seit irgendwie einem halben Jahr, glaube ich. BMW ZH. ZH? Ja, genau, der BMW. Z3? M8? Z8, so. Das sind Autos, die er sich wünscht. Vielleicht in dem Carpack, was Dennis ja in 3 Milliarden Jahren ist. Oh, 6 Runden kommen. Obwohl, ja gut, mit dem Fit 8 das ist entspannt, glaube ich, ja. Ja, Pete kann ja heute nicht. Der hat doch nur abgesagt, weil wir heute sehr oft gespiegelt haben. Da, der hatte Schiss. Der hat sich nicht getraut. Ja, aber wir haben nur gespiegelt. Das wollte er wohl nicht. Alle fahren außen, okay. Weil ich gesagt habe, ich könnte so keine Ahnung haben. Eine Tomete war ihn. Nö. Ich reite ihn ab. Ach nee, da war die Anzeige falsch. Da war das Demon. Du hättest irgendwie bei mir angezeigt, dass Tomete vor mir ist, aber ja, wahrscheinlich warst du vor mir, du wolltest eben auf der anderen Linie. Achso, Moment, ich bin ja wirklich vor dir. Ja.
Nur du warst halt nicht zu sehen, weil du warst halt aus der Außenbahn wahrscheinlich vor mir. Aber offenbar ist der blaue Demon. Ich hatte ausnahmsweise die richtige Farbe. So gehört sich das. Da gewöhnt sich aber nicht dran, doch. Hab ich aber schon. Aber ich mag das nicht von der Seite anfahren, da springe ich irgendwie immer. Ja. Ich habe auch überlegt, ob ich die Abkürzung nehme. Jetzt habe ich mich dafür entschieden. Vielleicht war es ein Fehler. Irgendwas. Welche Abkürzung? Die wir eben gefahren sind. Da gibt es keine Alternative zu. Irgendwas hat übrigens gerade gefehlt. Als Dennis da durchgefahren ist. Irgendwas hat gefehlt. Vielleicht der Schrei, dass sich irgendwer dreht oder sowas? Nein. Nee, der Wuschbusch. Der Wuschbusch. So. Ja, stimmt. Oh Gott, wo will ich denn lang? Ich wollte rechts lang, Alter. Aber ich war gerade mehr konzentriert darauf, dass Gott. Ich da nicht springe. Weil wenn ich die links anfahre, dann springe ich da mal sehr gerne aus irgendeinem Grund. Und zwei. Nein. Oh! Wow. Vor engen Kurven musst du bremsen. DA-Tipp Nummer 738. Warum rutschst du so viel? Lass das bleiben, bitte. Ja, der rutscht wirklich. Das ist nicht mehr feierlich. Deswegen ist Kirsche gleich wieder vorbei. Dabei feier ich nicht. Kannst du auch einen Dodge Viper nehmen, wenn dir das lieber ist? Nee. Ich bin froh, dass wir das Ding hinter uns haben. Naja, wir haben noch den Baquetta, wir haben noch den TS50. Ja, der Baquetta wird bestimmt noch Mist. TS50 bin ich jetzt gar nicht festgefahren. Aber das ist klar, dass es Mist wird. Das zieht sich alles von dieser scheiß Rutschpartie von vorhin auf jeden Fall. Komm, lenk doch ein! Danke. Busch! Oh, von zwei Personen sogar. Wie gesagt, das musst du rein editieren, immer. Im Video, wenn du es mal nicht sagst. Ach, wie kann man eigentlich? Das? Ich weiß auch nicht. Du machst mal ich dachte, das passt jetzt. Schon irgendwie, aber nein. Ja, gut. Das, ja, toll. Und ich Arsch mach das auch noch nach. Geil! Und ich hab noch reagiert. Ich dachte, das hätte. Also, dazu was gesagt. Ich dachte, das hättest du gerallt. Ja, ich habe irgendwie auf eine Karte geguckt und Komm da rum, bitte. Axt dann mal so. Sag mal, Kirsche, machst du zwischendurch dein Mikrofon manchmal aus? Momentan so nicht, nein. Ja, aber manchmal irgendwie hört man immer irgendwie so ein... Ich glaube, da blinkst du irgendwie auf, als würde das Mikrofon aus- oder anmachen. So. Ach so, nee, ich habe ja Knöpfe dafür. Also ich meine Stream der Knöpfe. Also es würde ja nicht blinken. Warum kommst du aus der Folterabkürzung immer schneller raus als ich? Ich hab einen Deal mit der Wand. Laut Netcup ist gerade voll gegen die Wand geschüttet. Ja, ich bin nicht voll, aber ich hab sie berührt und wäre fast ausgebrochen. Ich weiß auch nicht. Ich muss mal ein bisschen aufpassen. Ja, bei meinem Spiel so. Bam! Das ist Squirsh offiziell der erste, oh der Gott, voll. Also die fallen wohl nebeneinander, wie das aussieht. Das ist Squirsh. Die ist jetzt nicht mehr. Ja, ja, doch, Kirsche, das ist gerade sehr nah beieinander, ja. Ja, aber die ganze Zeit war der Name nicht immer flackern zwischen Dennis und Kirsche. Ja, ja. Busch. Aber jetzt steht Dennis, also das heißt, Kirsche ist gerade erster. Ja, leider. Das wieso ist leider? Das ist das Standardproblem. Dennis Kirsche war offiziell der erste, der Erfolg dabei hat, gegen die Wand zu reden. Zu reden? Ja, wenn er einen Deal mit der Wand hat. Achso! Oh Mann. Oh Gott, ich hab das nicht gereicht. Alter. Scheiße. Oh boy. Oh, jetzt fahr ich aber richtig, ey. So, jetzt war's. Na gut. Das klang so, als hättest du ein Jahr nur angedeutet, dass du schlechter wärst als Demon und Kirsche. Das klang so, als wenn er sonst die ganzen Jahre nicht richtig gefahren wäre. Jetzt macht er das. Nein, aber ich habe jetzt seit vorigen Runde nicht richtig gefahren bin, meinte ich. Du kommst du durch die Abkürzung so schnell durch? Ich, das What? Ist ja zum Verrücktwerden.
egal wie du bremst, ne, man stößt da immer gegen mit so einem Meter. Ja. Wo? Nach Startziel? Ja. Ja. No. Jetzt kommt der Spruch, das geht doch mit Vollgas. Nein. Ich hab auch gebremst, aber trotzdem so BONG, Wand. Kurz bremsen, zwei Gänge runter, weiter. Ja, sag das mal bitte der Automatik. Also wie du das der Automatik sagst, ist dein Problem. Na, wenigstens schaffe ich da rauszufahren, ohne dass ich springe. Das ist schon mal wert, obwohl das diesmal links rumgeht. Das muss ich gleich mal überprüfen. Oder ist das der Säulenventilator, der da vielleicht zu sehen ist, ein bisschen in der Ecke? Ach so, ja, ich habe einen Ventilator, der in der Tat in meine Richtung pustet. Das kann gut sein, dass das dann ab und zu mal zu was aufflackern lässt. Na, gucken, ich habe einen Volume-Meter. Ich habe den Säulenventilator wohl so platziert, du siehst ihn ganz leicht in meiner Cam sogar. Ja, ich kann Ausschläge am Mikrofon sehen, auch wenn ich nicht spreche. Das ist bestimmt der Ventilator. Du hast einen normalen, ne? Ich hab ja diesen Säulenventilator. Ja, es ist halt eher die Luft, der bläst in meine Richtung und da, wo ich bin, ist das Mikrofon. Ich dachte, das Mikrofon ist ganz woanders. Ja. Das Mikrofon habe ich direkt in den Ventilatormotor mit eingebaut. Ja, und dann redest du auch immer, wenn der dann so schwenkt, so. Nee, der schwenkt nicht. Achso. Ich habe so einen genialen Metall, weiß ich nicht, Rahmen-Dings-Rohr am Fenster, außen, außerhalb von der Wohnung. Und da passt der Ventilator genau rein. Sprich, der Ventilator hängt eigentlich im Fenster außerhalb der Wohnung und pustet von draußen inzwischen wieder kühlere gewordene Luft nach innen rein. Auch eine interessante Idee. Aber dass der da so genau reinpasst, ist ein Wunder, ey. Nein, Klimaanlage ist mit mehr Stromverbrauch und mit Kühlmittel. Also, und ist halt nicht darauf angewiesen, dass draußen kühlere Luft ist. Du kannst sagen, willst du viel Strom verbrauchen und schöne hohe Stromrechnung haben, kauf dir eine Klimaanlage. Also mal sehen, ich habe eine Klimaanlage und ich zahle keinen Strom dafür. Ist das nicht super? Aus irgendwelchen für mich nicht nachvollziehbaren Gründen gibt es hier keinen pro Wohnung getrennt abgerechneten Stromverbrauch, sondern es wird einfach gemittelt über alle im Haus. Oh Gott. Also dann ziehe ich zu dir und mach die Stromrechnung richtig schön hoch und dann werdet ihr mich alle hassen. Ja, es merken wir nicht, dass du es bist dann. Weil ich dann gerade frisch dann da zugestoßen bin und dadurch die Rechnung hochgegangen sind, ne? Nee, es sind 55 Parteien, einer mehr oder weniger, das merkt kein Schwein. Okay, 55. Ich hab hier dann weniger. Ich hab hier nur 30 Parteien. Der Stadt war zum Mitte recht nah dran. Jetzt ist er wieder ein bisschen weiter weg. Ich verstehe das nicht. Ey, irgendwas machst du anders bei der Abkürzung. Ja, ich fahr schneller. Jedes Mal vergrößert sich der Abstand, wenn die Abkürzung kommt. Und das deutlich. Du hast auch ein bisschen gereiht, wie du das anfahren musst jetzt. Also mal sehen, ja. Sanft einschlagen, beim Einschlagen runterschalten. Ich hab hinten geschaut und gesehen, du bist nicht an die Wand gedonst. Nee, bin ich auch diesmal nicht. Einfach ein bisschen logischer bremsen, würde ich sagen. Scheiße, ich habe überhaupt keine Chance mehr gegen dich, ey. Du hast dich echt gesteigert. Ich hoffe ja, dass du doch einen Fehler machst, aber... So wie ich mich kenne, dauert das nicht lang. Das wurmt mich. Tja, musst halt auch versuchen, jeden Samstag HB2 zu spielen, das trainiert. Ich weiß nicht. Doch, tut es. Weil wie gesagt, die letzten, drei vielleicht Wochen hat Soul die meisten Rennen gewonnen, nicht ich. Und Baum, da bin ich. So, schön. Ach, wolltest du den nicht in der vorletzten Runde nehmen? Nee. Na. Ich hab gelernt. Den harten Weg, aber ja. Ja.
Aber ich finde das phänomenal, dass hinter diesem Baum ein riesiger Stein steht. Als wenn der irgendwie mit Absicht da steht, weil die Stadt das schon einkalkuliert hat, dass da Rennfahrer gehen. Ungern, sehr, sehr, sehr ungern. Bleib weg von mir. Abstützen des Baumes. Oh, ihr macht's spannend. Man kann leider die Zeiten nicht sehen. Man kann leider die Karte ja, nicht sehen. Ja, es da ist kommt grad was. Sehr knapp zwischen uns. Alter, ja, ich würde euch aber echt ein Rennen heute, ne, Tomato und Steve? Ja. Aber, ich mich mit Kirsche irgendwie nicht. Das ist. Oh, Alter, 1,1,0,30. Ey, keine Ahnung, wie das machst. Echt? Oder? Das war der Riesenunterschied. Oh, Tobi war sogar schneller als Stevie. Rundenzeitmäßig. Ja, aber, ich hab. Aber du hast doch mehr Topspeed. Das verstehe ich auch nicht. Da komme ich nicht ansatzweise hin irgendwie. Ja, das wäre jetzt die Frage, wo das war. Ich habe ab und zu versucht, schon früher Vorstartziel hochzuschalten. Du kriegst den Begrenzer, ich krieg ihn nicht. Da ist der Barketta. Oder bremst mein Lenkrad wieder? Will ich auch nicht ausschließen. Ja, 3 km Unterschied, das würde man glaube ich schon. Ach, der Barketta. Ja, aber du hast. Aber der Z8 hat ja auch einen Begrenzer bei 250 und du hast ihn anscheinend getroffen und ich nicht andersweise. Wirklich? Nee, wirklich? Ja, die BMWs haben alle Begrenzer. Oh, dann wäre das vielleicht gar nicht sinnvoll gewesen in den. Doch, dann trotzdem musst du den 6. oder? Den 6. musst du nehmen, weil der 5. endet bei 230. Okay. Sind wir jetzt alle schwarz? Sieht so aus, ja. Sprung! Warum? Ich warte doch auf 200. Da ist toll aus, wie ich geflogen bin. Ja. Ach, ja gut, dann habe ich das Rennen gegen dich auch verloren. Ne, es ist der Barketta. Müssen wir Tomate aus dem Weg boxen hier jetzt irgendwie? Alter, ich bin doch schon auf 200 gewesen. Jedes Auto kriegt den Sprung mit 200. Aber na gut, der Barketta natürlich wieder nicht. Nicht doch! Ist doch nicht zu fassen. Ich dachte, ein V-Viper ist ein Mondlandungsauto, aber anscheinend der hier auch. Der anscheinend auch. Oh, warum fahre ich denn rechts, nämlich Idiot? Ja, ist eng, ne? Und das Auto lenkt nicht so gut. Lenken? Ja, genau. Genauso denkt sich das Auto auch. Lass den da mal am Lenkrad wackeln, ja, wir komm, fahren geradeaus. Die Linkskurve, damit ich die Abkürzung in die rechts kriege. Das wäre schon ein sehr nice Auto. Da ist das ein Kackauto. Ja, das scheint echt auch so eine Downforce-Krankheit zu sein, das Ding. Das hat nämlich keiner. Das ist immer so bei Kirche, so ein kleines Knacken manchmal. Ja, das ist ziemlich nervig. Das hört sich immer so, das hört sich so an wie so ein typisches, ich mach mein Mikrofon kurz aus und wieder an. Ja, genau. Nicht ja, schön. Das, ja. Vielleicht ist auch das Kabel richtig drin. Ich kann da gleich nochmal nachdrücken, aber ich hatte gedacht, dass es eher auf Fall, ist. Wie fahr ich denn heute? Warte, hier so fahren wir am besten so, ja? Der letzte Henker wahrscheinlich. So wie ich gegen Kirsche. Bin schon 2 Minuten rum und ich kann euch bei Toten noch auf der Karte sehen. Was ist los? Sorry. Ja, so wie ich heute fahre, ich glaube, ich gebe gleich kein Gas mehr. Ist zumindest sicherer. Aber wir spielen jetzt so, wie mein Körper oder mein Kopf das zählt. So, pam! Oh Gott, diese Serpentin mit diesem Auto fahren, bitte, das geht doch nicht. So. Haben wir jetzt wieder normal oder machen wir das nochmal? Und wieder ein Knacken. Knack. Ja. Komischerweise war das gestern nicht. Gestern stand der Ventilator nicht im Fenster. Das dürfte aber keinen so ein Knacken bringen. Wenn das Einzige, was der Ventilator machen würde, ein. Und mehr nicht. Ja, aber das. Meistens. Naja, vielleicht. Dieses Knacken hört sich so an, als würdest du dein Mikrofon aus- und anmachen. Ja, ich drück gleich nochmal. Das ist ja so ein rausnehmbares über den Klinkenstecker. Ich drück da gleich nochmal rum, weil das ist nicht richtig drin oder so. Vielleicht hat der Ventilator so viel Power, dass er ständig gegen den Schalter da ran pustet. Nein, der Schalter lässt sich nicht bewegen durch den Windstoß. Ja, aber es hört sich halt wirklich danach an, als würde man wieder aus- und wieder an. Machen. Ja. Wahrscheinlich wackelkommt. Und wieder.
Oh, ich will doch wenigstens ein Rennen gegen dich gewinnen, Kirsche. Wir können nur nach dem Renntag noch eins fahren, wenn du willst. Da gewinnst du doch dann auch irgendwann. Nö, da kann ich, ja ruhig dann ausrollen lassen, wenn es keine Punkte gibt. Na super, so meinst du das jetzt auch nicht. Ich sehe euch auf der Karte, das ist hier wirklich bei... Außerdem bist du gar nicht so weit weg. Darf ich so auf einmal? Ja, und ich wieder. Bin so ein bisschen in die Wand gefahren und ich war die ganze Zeit eher vorsichtig, um bloß nicht abzufliegen. Aber das gerade war definitiv das in die Wand fahren. Also nichts Schlimmes, aber ja, reicht halt. Ey, wieso kommst du die Kurve nicht mit Vollgas rum? Das kann ich gar nicht nachvollziehen, Auto. Bart Chatter? Ja. Mit diesem Auto braucht meinen eigenen Fahrstil, ja. Das ist... Knack. Okay, gefühlt wird das schlimmer mit dem Knacken. Oh Gott, die Kurve mit dem Auto. Geht das? Was? Dann noch leicht die Leitplanke berührt, dass er noch mehr untersteuert. Super. Wird das ein Mausezeichen langsam? Help me. Okay, oh, jetzt Mann. Mal an den Stecker drücken. Nein, der ist drin. Der ist definitiv drin. Aber wir hören es. Wir liegen dich ja nicht mal an. Stimmt, Wackelkontakt. Ja, ich stecke aber drin. Du würdest ich schirme jetzt mal das Mikrofon mit der Hand vom Ventilator ab. Ja, da kommt gar nichts mehr in meine Anzeige. Jetzt wieder die Hand weg. Vielleicht ist das die Sprachaktivierung, die da ganz so viele Möglichkeiten. Ja, also wenn ich die Hand wegnehme, sehe ich es ausschlagen. Ja, aber das ist ja, es geht, darum geht es, das ist immer so ein wirklich, ja. Als würde sein Mikrofon aus und wieder anmachen. Ja, vielleicht habe ich ein Gate oder sowas in OBS, das dann quasi nur mit einer gewissen Lautstärke durchlässt. Ja, Sprachaktivierung wahrscheinlich. Das hat doch mit dir nichts zu tun. Ja, doch, wenn da halt eben die ganze Zeit irgendwie was im Hintergrund rauschen ist, dann kommt es halt mal über den Threshold und mal nicht, ne? Jo. Könnte ein bisschen den Vorhang vor dem Ventilator ziehen, dann bläst er nur so halb. Vielleicht hilft das. Ah, den Diabolo, ja. Obwohl der geht eigentlich. Der hat nur ein O. Nee, es ist der Diabolo. Ich muss am Berg anfahren. Nee, Tommy, du musst am Berg anfahren. Ja, man kann auch viel weiter vorne anfahren. Ja, das hat mich gestern eher nicht geholfen. Doch, das ist besser. Ich bist halt weiter vorne. Klar. Aber kein Sprung. Macht ja nichts. Aber hat sie alle vorbeigezogen. Guck dir mein Video an für Speedrun. Da starte ich als erster von 8, da bist du mitten auf dem Berg. Du musst halt ein bisschen vorsichtiger anfahren. Aber bist halt echt vorne. Ich hab eben negativ auf den Diabolo reagiert, weil der NFS4 so scheiße ist und hier geht's. Ja, gut, der ist aber mit NFS4 und hier nicht zu vergleichen. Nee, absolut nicht, aber. Er ist recht, der Diabolo in NFS4 und dann regnet's noch. Ja, du hast auf seine Schneestrecke und dann war's das. Wahrscheinlich ist das die Rettung dieses Diablos hier, dass der sich damit nicht auseinandersetzen muss. Ja, der Diabolo aus FNSS4 ist ja auch so scheiße, also. Ja, aber erst recht mit Regen bzw. Schnee ist dann noch beschissener, glaube ich. Ja, das stimmt. Nein, oh! Ja, wir haben ein paar Sprintrennen heute vor uns. Jupp. Deswegen sind es auch so viele wahrscheinlich. Ja. Jo, 11 Rennen. Aber das letzte ist halt eben dann, was glaube ich ewig dauern wird, ne? 8 Runden, allen Outskirts mit dem Elise. Also nichts, was irgendwie schwierig ist oder so, aber es wird halt lange dauern. Ein entspannter Ausgang. Ja, genau. Da bin ich auch schon am überlegen, ob ich da manuell oder ja, so wie ich dich kenne. Nee, wobei, das ist ja eigentlich eher eine Nice-Thematik. Weil ich muss vorher nur mal kurz aufs Klo. Ah, der beim Elise ist, glaube ich, sogar relativ egal. Ja, glaube ich auch. Ach, ich hätte ausschalten müssen. Echt? Ich glaube, also Vierte war ja ganz schön im Anschlag. Ach Mann! Wann? Das war die Wand, würde ich mal sagen. Warum bin ich da nicht mit Vollgas rumgekommen? Das kann es nicht sein. Das hätte ich kommen müssen.
Das war die Wand. Ja. Bei mir auch. Ich hab das Spiel hochgeschaut, das kann es sein. Ich bin unsicher. Und jetzt dann nicht den Stühlen ausweichen. So ruhig zu racen auf jeden Fall. War definitiv. Ich schlafe bei dem Song ja fast ein. Oh nein! Oh. Was hast du da angestellt? Bin gegen irgendwas gegengefahren, was ich nicht gesehen habe. Du musst Augen aufmachen. Das war aber nicht 0 km/h, Bug, das war wirklich gecrashed. Ja, sag's dir wieder. Musst die Augen aufmachen. Aber da war halt auch nichts. Weil ich find's löblich, dass du versuchst blind zu fahren, weil du die Strecke so gut kennst, aber. Oh Mann. Immer wie dieses kleine Stück Hinterkirsche, ne? Ja, reicht ja. Vollkommen ausreichend. Wahrscheinlich bin ich da irgendwo in der Wand da, wo ich halt die Hitbox unterschätzt habe oder aber so. Dennis, willst du dir wirklich auch das, diese monatliche Herausforderung antun? Willst du wirklich 5 Events fahren? Na, wenn du die gefahren bist, mach ich das mal mit, ja. Das war die, wo mit dem Bonus in der Ecke, ne? Also die, am Anfang die erste Monat. Du hast das Rennen gewonnen. Immer dieses kleine bisschen, das ist so frustrierend. Aber ich hab mir einfach das gesagt, ich wollte das einfach mal machen, deswegen. Ja, ich könnte ja locker 5 Sekunden schneller fahren. Ich dachte mir, wenn du so ein kleines bisschen, das ist viel frustrierender. Yes. Ich könnte die auch 5 Sekunden lang sein, so gesehen. Aber dieses kleine bisschen, was fehlt, das wurmt einen, weißt du? Oh, schlimm. 6 Runden. Mit einer Porsche. Ja, das ist nett. Und dann Sprint, 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 Elise. So, Knacken weg, oder? Überhaupt noch. Ja, die geht. Knacken ist weg, oder? Keine Ahnung, kann sein, muss ich mal drauf achten jetzt. Kam zumindest keine Beschwerden mehr, seit ich den Vorhang davor gezogen habe. Ja, der hat schön lange Gänge, das ist gut für mich. Damit kann ich umgehen. Wow! Nein, nicht doch! Ach, warum dreht er sich denn in die falsche Richtung? Hast du möglicherweise eine Wand berührt? Nein! Wie kommst du? Also! Nein! Ich möchte dir einen heißen Tipp geben, das lag daran. Ich würde doch niemals gegen eine Wand fahren! Aber ich habe doch einen heißen Tipp für dich. Es lag daran. Und dann muss man echt aufgeben. Einfach echt vom Gas runter. Das Gas bleiben macht es nur schlimmer. Ach, Winkel. Völlig falsch. Oh Mann. Irgendwie ist das komisch. Hier habe ich euch jetzt aus den Augen verloren. Und beim Tropen habe ich das nicht so schnell. Ja, aber ich denke, das ist ein Auto. Und ja gut, Unstrecke natürlich auch. Ja, musst du irgendwo halt eben deutlich Zeit verloren haben. Waren aber auch schon ein paar Stellen, wo man aufpassen muss. Also nicht aufpassen, aber wo man richtig fahren muss. Aber dass du halt schon wieder vor mir bist, ne? Doch gut. Ja, Crush ist halt von uns der beste in AP2. Ich glaube, das wird sich auch so schnell nicht ändern. Genauso wenig, wie es sich ändert, wird das den Nice und, vor allem schon in der ersten Runde. Aber wenn dann erstmal vorne ist, dann falle ich aber gar nicht so weit ab eigentlich. Ja, das ist total komisch. Ja, ich krieg meine Reifen schnell auf Temperatur. Dass du ihm abgucken kannst. Na, was willst du da? Über den Netcode kannst du nichts abgucken. Ja, eher als bei NFS4, würde ich sagen. Ja. Nee, es ist völlige Interpolation hier drin. Die Autos werden nicht da angezeigt, wo der Spieler fährt.
Also es ist nicht die gleiche Linie, die du siehst. Es ist nicht die gleiche Linie, die du siehst. Naja, ja, das, du siehst das, es halt das, deutlich das, weiter außen, als man der Satz, fährt. Der Satz macht absolut Sinn, den ich so gesagt habe. Es ist was? So. Ja, was? Alles gut. Also du siehst nicht die gleiche... Die Linie, die du siehst, ist nicht die Linie, die er fährt. Genau, das meine ich damit. Und zwar sieht man es normalerweise immer viel weiter außen, als er es eigentlich gefahren ist. Oh Mann, steht dein Auto nicht mal mehr. Schnell bist du denn hier schon wieder unterwegs? Auf der Karte ist es deutlich. Wenn ich hier irgendwelche Autos sehen würde, das wäre schon was. Ja, das wäre super, ich will mal wen überrunden. Und ich meine nicht Bug. Den überrundest du in der ersten Runde schon sozusagen. Den überrundest du in der ersten Runde? Ja. Das habe ich mit Absicht dazu gesagt. Ebenfalls so wenigstens mehr gibt. Einfach so als Joke, weißt du? Das war schon, ja, das hätte schon was. Boah, diese Stadtkurve ist so geil. Meine kann ich nicht teilen. Doch, die geht halt flat, das ist so cool. Geht die auch vorher? Ja, aber Curved geht das vielleicht. Wenn es von der anständigen Firma gemacht worden wäre, nur mal angenommen. Ja gut, 2002 war schwierig. Ach so, meinst du? Ja gut, okay, dann... Dann wäre das bestimmt irgendwie machbar. Das finde ich auch gar nicht schlecht. Oh Mann, ey. Ja, es wäre gar nicht schlecht, wenn Buck wieder mitfahren würde, dann würde ich nie Letzter werden. Alter! Na gut, boah, halt, ja, aber es war ja, weil das Spiel ja quasi zum ersten Mal gespielt hat, also zum ersten Mal online oder kompetitiv zumindest. Als ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe, habe ich nicht so gefahren wie er. Na gut, wenn ich da bin ich auch überzeugt, also ich mag schlecht gewesen sein, als ich das neu hatte. Aber auf Bugs Niveau war ich glaube ich nie. Ja, er hat auch sehr schnell einfach keinen Bock mehr, ne? Meine ersten Versuche von HP2 sieht man ja auch auf dem Kanal, also so schön war ich jetzt da nicht. Jetzt bin ich ja beinahe neugierig. Stevies erste HP2 Versuche. Das müsste natürlich irgendwie so sein oder nur eine Special Playlist, wo auch ein TLR, wo auch, was das auch eine TLR Sache war, aber da war ich nicht ganz bei TLR drin. Als ich dabei die ersten Versuche gemacht habe, gab es überhaupt schon YouTube? Ich glaube nicht. Also bei mir definitiv nicht. Weil ich hab ja HP2 erst seit TRR. So, okay. Nee, das habe ich die ganze Ecke länger. Ich hab's seit Release und war total hyped drauf, als das rauskam. Boah, ja. Geil, Mann. Seit Release ist es nicht, ich glaube, das war ein paar Monate oder ein paar Jahre danach, aber... Nee, Auto, bitte. Ach, komm schon. Ich kann mich noch immer an einen Kommentar erinnern unter dem ersten Need for Speed 4 Video, glaube ich, war das. Wieso sieht denn das bei dir so gut aus? Hä? Ja, weil das doch so cool war, weil so wie wir doch Need for Speed. Halt, dann nicht wegdrehen! Wieso denn? Da war nichts, warum du dich wegdrehst. Ja, das ist ja schon lange her. Damals haben es manche wahrscheinlich noch mit einem Software-Renderer gespielt gehabt. Ja, weil wir da wurde ja XP nicht. Auch noch supported und so. Wir ja nicht. Und da hab ich dann irgendwann mal einen Kommentar, dass es ist, warum meinst du denn so gut aussehe? Das wäre bei dem nicht so. So. Weiß ich gar nicht, okay. Ja, aber kann gut sein, ne? Einfach nur die Voodoo-Auflösung einstellen können und sowas, bringt schon gewaltig was. Nein.
Ja. Ich weiß noch, als ich das damals neu hatte, also es war ja bei, selbst bei den Need for Speeds davor war es ja nicht so. Irgendwie war das bei mir defaultmäßig auf 320x200 damals. Ich meine, es ist so, dass Standard, also die eigentliche PC-Version von Need for Speed 4 sieht ja, glaube ich, Längen anders aus als wirklich unsere. Und da rede ich jetzt nicht nur über die DGW-Sache. Also ich habe das mal bei einem YouTuber gesehen, da sah sein Need for Speed anders aus. Ja gut, es ist nur DGW-Voodoo und Texturen halt eventuell. Je nachdem, was du da halt hattest schon. Oh du, das ist ewig her, dass ich das mal mit einem wirklichen Software-Renderer gespielt habe. Das ist... Ja, das sieht schon scheiße aus. Ich meine, vom Prinzip her, also das gleiche, aber Auflösung auf jeden Fall, und alles halt Dreck. Also selbst bei Release war es damals ja so, wo er dann mit 320x200 war, da war ich dann schon sehr enttäuscht. Also der Software-Renderer hat dann auch nicht mal einen W-Buffer. Das heißt, du siehst auf der anderen Seite des Berges die auf Verkehrswagen fahren. Aber 320x200 ist aber nicht, was HP2 limitiert ist von der Release-Software her. Ich glaube 800, 600 oder sowas ist die Limitierung. Das ist ja, also eigentlich, heute kann ich das auch nicht mehr auf die Auflösung machen. Also da, also 640x480 ist, wenn ich denn ins Auflösungsmenü gehen würde, was ich ja wegen TGV nicht mache, aber nur mal angenommen, selbst dann ist 640x480 das Mindeste. Ich weiß nicht, warum der damals auf 320x400 war. Das Mindeste oder das Höchste? Das Mindeste, okay. Ja, wegen dem Grafikschreiber bieten das nicht mehr an anderen Control-Panel. Muss da ein Grafikschreiber angeboten werden. Ja, jedenfalls hat es dann tatsächlich ein bisschen gedauert, bis es mein Lieblingsspiel wurde, bis ich gesehen hatte, dass du das auch abändern kannst, weil ich war da gar nicht davon ausgegangen, das zu suchen. Bei NFS 3, da war das halt nicht, ne? Ja, und wahrscheinlich hattest du, als XP aktuell war, noch Windows 3.0 im Betrieb. Nee, das hier. Das ist die letzte Runde. Nee, 98 habe ich bis 2006 benutzt, glaube ich. Also so lange, wie es supported wurde, genauso wie XP. Jetzt nutzt du eine Windows-Version, die schon gar nicht mehr supported wird. Und sogar Steam bis Ende des Jahres nur läuft. Naja gut, du musst aber auch bedenken, ob Windows 7 mit Virus oder Windows 10 ohne, das macht ja nicht mehr so den Unterschied. Damals war das ja dann schon noch irgendwie der Fall. Na, was ich halt noch als safe weiß, ist, dass wir ab nächstes Jahr mit dir nicht mehr Dirt Rally spielen können. Ja, vielleicht grade ich dann ja auch noch ab, wenn es wirklich gar nicht anders geht. Dann fällt so Minute, dann haben wir den langsamen Lader bei Dirt Rally nicht. Oh Gott. Alternativ könnte Demon jetzt einfach schon mal die nächsten 20 Dirt-Renntage vorausberechnen und dann kann Tomete die vorfahren, solange es noch geht, nicht ziehen. Oh Mann. Das wärst du. Mein Pete wird's ja wohl nicht stören. Das sind ja sowieso zu viele Spiele mit zu viel Polygonen. Nee, er beschwert sich ja über die Polygone des Autos, oder? Aber du siehst ja dann Autos ja gar nein, nicht. Nein, grundsätzlich meint ein Spiel, was mehr als, was sagt der, 10.000 oder nee, so? Nee, das ist fürs Auto, das ist fürs Automodell, oder? Nein, das ist ihm egal, nein, das ist egal, um welches Level. Nee, das geht. Level hat garantiert mehr als 10.000. Überleg mal, einfach nur so ein bisschen Straße und einen Baum. Der meint das Auto mit 10.000, bin ich mir ziemlich sicher. Es naja, geht nicht sicher. Nur um ein Rennspiel. Er hält nichts von den ganzen neuen Spielen, weil die ganzen Spiele zu viele Polygone haben. Ja, aber diese Zahl halt eben, die er da ab und zu mal erwähnt hat, das ist glaube ich schon für die Automodelle. Wieso beharrst du jetzt nur auf ein Rennspiel? Ja, weil der Rennspiel aus der Thematik. Der spielt nicht, doch Spiel, oder? Nicht nur Rennspiel. Nein, Pete meine ich. Den meine ich auch! Was das stimmt aber noch? Nicht. Pete spielt auch Shooter und so. Ja, und ja. Somit ist halt er spielt auch Age of Empires und so sehr viel. Oh, okay, also, okay. Ja, auch uralt. Das ist richtig, aber er spielt es halt auch. Also ich habe das ja, mit also dem Jammern über Polygone bisher nur im Kontext von Rennspielen von Pete gehört. Ich will jetzt da... Das heißt, nee, mit Pete habe ich doch kein Doom gespielt. Das war, glaube ich, mit Jonat und Lord damals noch.
Das war aber schon nach der Zeit, wo er mit TRR aufgehört hatte, glaube ich. Lord habe ich letztens gesehen, der hat New World gespielt. Ja, sag mal, waren wir nicht zu viert losgefahren? Irgendwie nur zu zweit angekommen. Oh, da ist einer. Oh, Tomete schon wieder Stevie besiegt. Ja, ja, ich war einfach scheiße. Vielleicht hätte ich heute nicht Dirt Ready spielen sollen erst. Ach, doch, war dieses monthly Ding oder was? Bitte? War dieses monatliche Ding oder was? Ja, es fehlt noch zwei Rennen, die habe ich heute gefahren. Es ist immer richtig Dirt Rally zu spielen. Ich habe erst USA und dann nach Argentinien gefahren, deswegen. Wo holst du hier 2 Sekunden raus? Wo holt ihr hier 200 km/h raus? Oh, okay, ja. Aber das ist auch, 200 sage ich schon, 200 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit meine ich. Ja, das ist nur die Rundenzeit. Ich meine die Gesamtzeit. Alter, 2 Sekunden? Ja, das ist relativ viel, das stimmt, ja. Oh, jetzt totale Scheiße. Was, wo? Das wird man rausfinden, sobald die Videos online sind. Ich wüsste nicht mal wo. Herr Kische, streamst du eigentlich oder nimmst du auf? Nee, das Spiel nimmt er auf. Die anderen Spiele wird er dann wahrscheinlich streamen, schätze ich mal. Gott, das beim Losfahren merkt man schon, wie der von der Aufstellung ist. Schön gewesen, seinen ersten richtigen Stream zu sehen, nachdem er erstmal einmal nicht konnte und danach nur ein Testing gemacht hatte. Ja, nächsten Renntag dann. Da versuchen wir es auf jeden Fall mal gucken, ob es klappt. Nächster Rennen haben wir nice, ne? Ja. Das ist richtig nice. Ja. Der wird zwar schnell auch. Och ja, immer Wand und wegdrehen. Wirklich, das was kann HP2 Wand berühren und schön in die Wand reindrehen? Ja, aber das ist nicht unbedingt eine HP2-Sache. Das ist eher eine TS50-Sache. Ja, das auch, aber. Nee, aber es stimmt schon, dass man sich den HP2, wenn man, also mittlerweile habe ich mich ja einigermaßen dran gewöhnt, nach fast 20 Jahren Erfahrung mit dem Spiel, aber... Der Klassiker, Kirsche sind da vorne. Aber am Anfang dreht man sich schon viel weg, das weiß ich noch. Ja, der Trick ist halt, die Wand nicht zu berühren. Kirsche, sei ruhig. Man dreht sich nicht viel weg, man muss nur einen guten Grundskill haben. Und ein anderes Auto als ein TS50. Oh Mann! Den ich heute nicht habe, gegen Kirsche ist sowieso nicht. Das ist richtig, ja. Es kriegt doch die Kurve. Also ich wollte nicht die ganze Kurvenbreite voll ausreißen, aber mein TS50 meinte doch, das müssen wir tun. Ich brauche echt endlich mal andere Pedale. Damit zumindest das Unterbewusstsein wegkommt, dass das vielleicht bremsen könnte. Das kannst du aber wieder im Nachhinein sehen. Also auf Video meine ich. Ja, den habe ich momentan nicht an, weil der mir einfach zu viel GPU frisst. Ja, dann kauf dir eine schnellere GPU, mein Gott. Das kann doch nicht sein, dass der so viel frisst. Wie der Wheeler frisst GPU? Was? Ja, die OBS-Einbindung von Wheeler frisst GPU, OBS. 20%? Ja, dann kauft ihr halt eine 20% mehr GPUs. Wie? Dabei 20% für so einen scheiß Wheeler? Ja! Bei HP2 wäre es jetzt egal gewesen, aber bei Dirt Rally ist das indiskutabel. Ja, ich schätze, weil die Transparenz irgendwie drüberlegen muss, keine Ahnung. Aber ist egal, dann hast du halt nicht 1000 FPS, sondern 800 FPS oder was weiß ich. Ja, wie gesagt, bei HP2 wäre es jetzt egal gewesen, aber bei Dirt Rally ist es auch No-Go. Naja, No-Go ist es nicht. Ja gut, nicht, aber bei Dirt Rally da musst du... Doch, bei Dirt Rally ist es ein No-Go. Ich brauch die 20% mehr GPU. Ja gut, dann Spiel flat, nicht 3D. Dann hast du auch mehr. Ich mach nur Verrückte. Also wenn ich eine 3D-Brille hätte und genau. Und dem die Leistung für Dirt, dann würde ich das definitiv in VR spielen, also. Zumal es mir wesentlich leichter fällt, in VR zu fahren. Ja, aber es ist doch nur ein weiteres Argument, damit du es nicht machst. Wie, was sagtest du? Ob du es mal ohne VR versucht hast, war die Frage von Stevie.
Ja, bei ja, Dirt 4 musste ich ja zwangsläufig ohne VR. Was? Also, es geht um Dirt Rally 2.0, ob du das. Ja, das macht doch keinen Unterschied. Als ob die Physik so viel anders ist. Dirt ist Dirt, wenn ich gerade die Arcade-Dinger nimmst. Außerdem fühle ich das doch selber, dass ich damit besser fahre. Weil das ist einfach so signifikant besser für mich. Ich kann viel besser Geschwindigkeiten einschätzen. Ich sehe es ja schon, wenn ich die Videos angucke. Das wirkt alles viel dünner von den Strecken, die in Argentinien so. Ich merke es, wenn ich jedes andere Rennspiel fahre. Wenn ich WRC fahre, ich merke einfach, dass das wesentlich schwieriger ist. Aber dann wäre es doch ein Grund, dass du es bei Dirt nicht machst, damit die Rennen spannender werden. Ja, aber es macht viel mehr Spaß. Ja, gut, okay. Ja. Die Immersion ist doch tausendmal höher. Ah, das geht tief. Da kam einer schön vorbeigeflogen. Ah, wieder resetten. Ja, du warst ja mal gefühlt mit 240 drüber gerast. Das konnte ja nicht gut gehen. Das ist zum Erfolg. War diese scheiß Kurve auch immer von außen an, ne? Obwohl man es eigentlich gar nicht sollte. Und ich sehe wegen dir nichts, Kirsche. Hau ab ja, da. Ja, das ist genau der Plan. Ding, Eier, ich krieg schon wieder runter zum Weltmeister. Ja, tschüss, Stevie. Was ist denn das für ein Lied? Das ist hier geil. Das kam bei dir jetzt erst, okay? Ist krass! Was für einen Versatz hast du mit dem Player, bitte? Der war schon enorm, ja. Aber das liegt ja nicht am Player, weil Stevie nimmt auch Wake Up. Vielleicht hat Tommy einen Ping von 500. Ich sag so, was ist das für ein Lied? Danke. Und ein paar Minuten später, was ist das für ein witziges Lied? What? Ach, wirklich? Ja. Ja! Ja, gefühlt ja. Wir waren zunächst beim nächsten Lied und auf einmal kommt der Meter. Was ist das für ein Lied? Oh, der meint ja das so. Ja, kann man da hinterherhängen? Kann es sein, dass der Meter eingestellt hat, Playback in 75% der Geschwindigkeit? Nee, einfach die Bufferlänge. Naja, aber das ist ja ein konstantes Hinterherhängen. Aber wenn du halt eben langsameres Playback hast, dann wird das hinterher immer größer. Was mache ich denn hier? Kann aufhören, bitte jede Watt mitzunehmen? Das war ja nicht langsam, das ist einfach nur vom Buffering hinterher. Na, Mann, ich setze dann den Kopfhörer neu auf und drehe mich gleich weg. Was machst du? Du setzt deinen Kopfhörer warum neu auf? Warum setzt du die Kopfhörer auf? Ja, Hände am Lenkrad. Nein, nicht ab! Ach, ihr versteht echt nur Bahnhof, ich merk's schon. Zugegeben? Ja. Hab ich schon längst rausgehört. Nein, hier summt das schon wieder. Was? Hier summt das. Wie dich überholt. Komm, das kriegst du hin. Und nicht die Sicht blockieren. Das kann ich am besten und. Aber Kirsche sogar noch besser. Was mache ich denn da mit der Zickzackfahren? Das war nett, danke. Das habe ich gebraucht, den Fehler. Ja, und dann hast du aber auch einen interessanten Fehler gemacht. Ja, ich wollte zu viel. Irgendeiner schreibt mich hier an. Ja, der kann warten, also. Er weiß wahrscheinlich, dass der er ist. Ja, ich wette mit dir, ich weiß, warum Pete heute nicht mitfährt. Der hat wieder Besuch. Ja, ich glaube das auch. Würde mich nicht wundern. Ah, der hat Schiss vor AP2. Die Woche hat 7 Tage, der kann doch wirklich für irgendein anderer dafür nehmen, als Sonntag. Naja, Woche nimmt halt schon am meisten Zeit. Du hast doch gehört. Sein Besuch ist das, er sagt das dir, aber sein Besuch ist doch immer egal. Ich war der letzte Renntag. Das nur, weil die Mutter unbedingt irgendwas noch in der Bude hat liegen lassen. Und hat bestimmt keine Ahnung, auf wie oft geklingelt. Hätte auch der Nachbar sein können, der sagt, das Haus brennt.
Ich fahr jetzt zu Ende. Nein, jetzt nicht. Erstmal auf P2 zu Ende fahren. Ja, da war's ja Hightech. Leute, der riecht so irgendwie verbrannt, ne? Die aber Wir fahren jetzt zu Ende. Die Verkehrwagen von Nitros mit 4 könnten das nachvollziehen. Denen ist es auch egal, wenn ihr Auto brennt. Ja, man macht sich trotzdem um den Lackschaden Sorgen und hupen. Ja, und die hupen dann trotzdem noch, während sie dann da liegen. So, ja, wenn das Auto verbrennt oder so, ist egal, der Lackschaden darf trotzdem nicht passieren. Das denn? Ich fahr halt immer hinter dir her. Das ist doch genau richtig so. Genau so muss das sein. Warum? Das kann nicht sein. Es kann ja sein, dass du mich überholst, aber... Du vergrößerst in den meisten Fällen den Abstand dann aber nicht mehr. Nö, warum denn? Bin da vorne. Aber, wieso? Du müsstest doch, wenn du besser als ich bist, dann musst du doch Abstand gewinnen, wenn du mich überholt hast. Aber wenn du mich überholt hast, dann bleibe ich an dir dran. Ja, ist doch okay. Ich brauche nur freie Sicht, der Rest ist egal. Das ist gemein. Ich verstehe das nicht. Oh, schon wieder bestimmt, verloren. Bestimmt hat Logitech mein Lenkrad so programmiert, dass es, wenn ich vorne bin, bremst und wenn ich hinten bin, dann ist alles gut. Vielleicht haben sie ja irgendwie so einen Gummieffekt eingebaut, von dem keiner was weiß. Ja. Ähnlich wie bei NFS 2. Du hast doch viel bessere Topspeed, habe ich das eben richtig gesehen? Jetzt fahren wir 10 km/h mehr. Wo hast du die denn jetzt her? Mein Lenkrad bremst, Alter. Das so, kommt jetzt schon der Voxel, oder? Ja, jetzt kommt der Voxel. Da muss ich aufpassen, dass ich manuell Getriebe nehme. Ja, bei dem solltest du manuell Getriebe nehmen. Bin ich zu doof für. So schwer ist das hier nicht, du. Gesundheit. Das war Eddie. Hier sitzt das Beifahrer bei mir drin. Hab ihn mal eingeladen. Irgendwie hab ich hier nur... extra Gewicht. Irgendwie ist ach, deswegen bin ich langsamer. Ha. Die Strecke ist so sandbehaftet. Nö, die schneebehaftet. Nee, Sand. Eindeutig ist so Schnee. Grünbehaftet. Eindeutig Sand. Jetzt habe ich dir aber den Grund gefunden, warum ich langsamer bin. Ja, extra auf. Gewicht. Eddie hat so zusätzliche Pedale, wie bei der Fahrschule. Eddie Spierbauch. Genau. Nee, Eddie Spierbauch ist das jetzt so schwer. So, natürlich das auch nicht. Kann natürlich auch sein. Wer weiß, wie viele Biere der trinkt am Feierabend. Das ist ja... Das und die ganzen Red Bulls, ne, da fange ich jetzt mal nicht mit an. Ja, er trinkt abhängig davon, okay. Wie du das Auto zurückbringst. Je kaputt das ist, desto mehr trinkt er. Ja, Stressabbau, ne, Angstabbau, während, ne, doch, ja, weil er kennt ja uns hier. Was war denn das für ein Speedabfall bei dir? Ich hab runtergeschaltet vom 5. den 4. Warum schaltest du den 5? Was willst du denn mit dem 5? Ja. Das weiß sogar ich, dass der unnötig ist. Warum hat mir das dann keiner gesagt? Weil wir dachten, du weißt das, du bist also hier der HP2-Experte. Also das müsstest du eigentlich wissen, dass der 5. hier nicht hinher gehört. Ich kenne mich mit dem LM und dem CLK aus. Ja, gut. Also wenn ich das schon weiß, dann will das was heißen. Der 5. Gang ist ein Benzinspargang. Ja, ist aber ja, beim... ja, aber das Traurige ist, dass er mit seinem 5. Gang trotzdem mithalten konnte so lange. Das ist doch wirklich sehr frustrierend. Aber da ich Stevie auf der Karte nicht mehr sehe, das manuell getrieben, das macht eine Menge aus. Ich sehe euch alle auf der Karte. Moment, nee, alles Blödsinn. Ich hab ich dachte, ich wäre der Letzte, der hier auf der Karte ist. Ja, und die 3 vor dir, alles klar. Nee, ihr wart so da zusammen, das habe ich jetzt einfach irgendwie wahrgenommen, weil ich nur so ein bisschen. Das ist gut, man. Kann ich hier am 4. Ich sehe alle Punkte, weißt du? Ah, scheint voll zu klappen. Auch nicht, aber... Ja, offenbar schon, weil genau jetzt musste ich den 4. hochschalten und dann bist du vorbei. Ja! Irgendwie muss ich hab aber auch da, genau an der gleichen Stelle habe ich aber auch runtergeschaltet. Fälschlicherweise. Ja, machst du ja normalerweise an der Stelle auch. Ach so, aber habe ich es richtig gemacht? Nein, mit dem Auto offenbar nicht, aber normal. Manche Autos sind eben nicht normal. Ja, ich hätte da im 4. bleiben sollen, da ist die natürlich rangekommen. Gucken, ob das gut geht. Es ist so. Eine Automatik, schaltet der bei 210.
den fünften. Das ging gut offenbar. Kirsch ist sogar weiter hinter mir abgeschlagen. Du bist jetzt wahrscheinlich immer noch im fünften, oder? Nein, nicht mehr. Okay. Die Strecke fährt man durchgängig im vierten Gang, ist mir aufgefallen. Dachte, das war der Automatik. Die schaltet bei 210 auf den, in den fünften. Na gut, ja, dann darf Steven halt doch mal ein Rennen gewinnen. Naja, dein Auto ist hier den grün, ne? Also das Benzin sparen hier. Ja, sicher. Meinst du der? Ja, das ist ein... Das ist schon, ne? Das Auto hat ans Klima schon gedacht, ne? Also. Freut euch, wir fahren jetzt gleich die Elis. Aber dazu cool. Erstmal noch ein... Da hab ich Bock drauf. Noch ein Glas Pfeffi oder so hier. Was? Pfeffi? Was ist Pfeffi? Kennst du das nicht, so ein Pfefferminzlikör? Sagt mir jetzt nichts, ne? Aber ich hab das... Aber ich nehme jetzt doch lieber den Wein. Alter! Doch beides! Ein Genießer! Erstmal einen Wein trinken beim Renntag, weißt du? Ja, sonst würde er uns in Grund und Boden fahren. Bei Highstacks trinkt er den wahrscheinlich nicht, ne? Oder noch mehr und wird dann schneller. Ja. Fährt man natürlich im zweiten Gang an. Oder im fünften. Nee. Der Fahrer kriegt das so erstaunlicherweise hin, aber nein. Wo fährt denn der Gelbe da eigentlich lang? Weil ich verkehrt. Warum bremst der Gelbe? Alter, ja, wer ist der Gelbe? Das hab ich mir auch gedacht. Tomete. Ich hab da auch Bremslichter gesehen gerade, ja. Das war sehr spannend. Hat der gebremst? Ja, auf der Geraden. Das sind Bremslichter aufgeblitzt, jo. Ich bin bei den Tropen vorsichtig. Ja, aber nicht auf der Geraden. Und die fährt Schlangenlinie. Und auch nicht in dem Auto. Aber diesmal habe ich manuell Automatik genommen, weil bei Tropen ist mir das ein bisschen zu kompliziert. Wobei hier bisher noch nicht richtig viel mit Schalten war. Ich glaube, es ist alles fünfter Gang hier, schätze ich mal. Aber so gesehen ist dann Automatik auch genauso gut. Aber ich finde interessant, dass ihr kein Pfeffi kennt, aber ja, gut. Also ist schon, aber Pfeffi würde ich hier nicht sehen. Ich kenne gerade nur Elisi. Elisi! Intermission. Die Karre wollte nicht in die Abkürzung. Ich hab da hingelenkt. Wollte die Karre einfach nicht. Ja, ich hab mich aber auch schwer getan reinzukommen, weil so. Ich durfte nicht. War mir leider verwehrt. Ja, also ich kenne den auch nur unter dem Begriff und alle Lieder darüber, das heißt auch so. Lieder also. Darüber, wirklich? Ja, ja. Okay. Der kommt hier gar nicht hoch. Bis zum vierten, Kirsche. Ja. Aha. Nicht die Wand berühren. Hätte ich vielleicht auch so machen Kopf, sollen. Kopf, hör auf, immer wieder zickzack zu wollen. Meine Güte. Aber irgendwann musst du ja auch wieder hochschalten, dann kann ich ja vielleicht wieder rankommen. Ich bleib einfach die ganze Strecke im vierten. Was könnte schon schief gehen? Wahrscheinlich gar nicht so viel. Man müsste echt mal eine Statistik haben, dass wirklich was springt im fünften zu sein. Ich wüsste jetzt auch nicht, also ich bin zwar im fünften jetzt. Jo, was mache ich? Was mache ich, Alter? Das wäre ja fast schief gegangen, weil ich die leichte Watt berührt habe. Aber ich sag's jetzt mal so, bei anderen Strecken als Tropen schalte ich glaube ich auch nicht im fünften bei dem Elis, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Oha, jetzt sind's aber abgehauen hier, was ist denn jetzt los? Schaubert einfach nur fünfter und weiter. Vielleicht bremst mein Lenkrad wieder. Nee, ich bleib wahrscheinlich in die leichte Wandberührung, logischerweise. Frustrierend, aber das wird's wohl gewesen sein. Zumindest nicht gedreht. Ja, das war haarscharf. Aber wenigstens haben wir anständige E1 im 9 Musik, also. E1 im 9? Ist es, glaube ich, oder? Oder bringt sich das durcheinander? Das ist Intermission. Ah, nee! Nee, jetzt verwechselt das gerade selber. Intermission. Ah, doch, hab ich doch richtig, ja, meine ich doch. Ja, okay, dann habe ich's vertauscht. Komm ich hier gerade selbst durcheinander hier? Die V
fuck, wie kann ich bei Doom Musik durcheinander kommen? Also, zur Strafe nochmal alle Doom-Level von allen Versionen, Generationen durchspielen. Sollte ich wohl tun, ne? Ich eben meinen Steam-Account, dann besiegt er mal kurz den Boss. Ja, das, du, das ist für mich keine so große Strafe, muss ich jetzt gestehen. Weil, also. Seitdem kommt aktuell immer noch kein Doom-Part. Weil du es ja noch nicht mal versuchst. Irgendwie ist das kaum zu glauben, sich vorzustellen, wenn jemand Doom 1 noch nie durchgespielt hat. Also ich habe das bestimmt schon 40, 50 Mal oder so. Also ich kenne da jemanden, der Doom 1 nicht durchgespielt hat. Ja, ich auch. Ja, weil du nicht Berserk benutzt. Kann man nur. Das Berserk-Pack ist eines der geilsten Sachen im Spiel, also. Was war das denn? Der beste Moment von Doom 1 und dann hörst du auf. Naja, war ja nicht abgebrochen, ich hab das nur nicht mehr und dann hab ich es einfach entfernt. Kann man sich ja wieder installieren. Aber jetzt bist du erstmal bei 2016 für 3 Jahre an dem Boss beschäftigt. Möglicherweise ja! Wobei, fairerweise muss man sagen, ich glaube, dein Doom 2016 AP hat auch irgendwie 3 Jahre gedauert oder so, oder? Ja! Hattest deine Gründe, ja, aber... Nee. Ja, nee, an dem Boss habe ich gefühlt auch 3 Jahre gebraucht, aber fairerweise war er bei mir auf Nightmare statt auf Easy. Ja gut, Doom spielt man grundsätzlich nicht auf Easy, also... Oh, das ist Static X, ich glaube schon, ne? Ich würde mal sagen, zunächst doch. Weil das mache ich ja. Und jetzt hat er das erste Mal einen Gegner, wo er sein Gehirn benutzen muss, statt komplett auf aus. Willst du dir jetzt sagen, dass ich nicht mit Gehirn dran gehe oder was? Nur weil ich vielleicht nicht alles links und rechts komplett erkunde oder was? Ja, das ist ja. Ja, das ist ja nicht das Einzige, das ist auch die. Aber weil ich auch nicht Sachen vorlese, oder was? Die Waffenwahl ist schrecklich, das ist alles ganz gruselig. Entschuldige, dass ich nicht das so spiele wie du. Entschuldige, dass ich einen anderen Spielstil habe als du. Naja, das so. Problem ist gar nicht mal so der Kampfskill, sondern hauptsächlich wirklich Logik und so weiter. Wow, nur mal so, du hast vielleicht ein bisschen mehr Ahnung von Shootern als ich. Ich hab immer gesagt, dass ich in Shootern nicht gut bin. Und es ist egal, in welche Art von Shootern das ist. Aber er hat schon recht, du warst schon immer so, dass du, also auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht, du kannst mit Taktik sehr viel rausholen. Ja, schön, dass ich kein taktisches Denken besitze. Es fehlt ja schon an einfachsten Dingen, wo es eigentlich logisch sein müsste, aber irgendwie für ihn nicht ist, aus irgendeinem Grund. Und zwar erst wahrscheinlich doch nie angefasst dann, oder? Nee, natürlich nicht. Da hast du ja noch nie die originale Super Shotgun benutzt. Nee. Die beste Waffe, die. Oder. Ja, was heißt die beste? Also auf jeden Fall die geilste Waffe, die je in dem Shooter. Jeweils in irgendeinem Shooter drin war. Ja, die BFG 9000 ist aber auch schön genug. Die auch, aber meistens die da schon die Super Shotgun. Ja, aber die Super Shotgun ist halt eine Shotgun, aber die BFG ist eben eine sehr spezielle Mechanik. Ja gut, das ist richtig, ja. Und ein sehr spezieller Name. Big fucking gun? Das ist ja. Ganz normal. So wird ganz so normal, wird, ja. So wird die jeder seine Waffe bezeichnen. So wie drauf ist, ja. Ja, andere nennen die Waffen dicke Pferde. Der Name ist gerechtfertigt. Ja gut, es gibt ja auch noch die alternative Bezeichnung Bioforce Gun, also... Naja, das war ja nur die zensierte Variation, die so zu nennen. Ja, war das so?
Ja, weshalb sollte man die denn sonst anständig nennen? Ich wusste jetzt nicht, dass das eine Zensurmaßnahme war. Ich wusste ehrlich gesagt nicht mal, dass es überhaupt irgendwas in Form von Zensur bei Doom gab, außer halt in der, sag schon hier, in der EFG Edition, da halt die Wolfenstein-Level und sowas. Aber die EFG Edition, die zähle ich sowieso nicht zur Doom-Reihe, also. Wird die Level so schwachsinnig manipuliert, ey. Vor allem bei Resurrection of Evil mit Level 5, da bin ich am meisten sauer drüber. Kann doch nicht sein, dass der ganze Sinn des Levels gekillt wurde. Das war ja gerade das Special an der Map gewesen, dass man da ausfahren muss mit dem radioaktiven Anzug oder Maske, was es in dem Fall war. Und dann machen die Säure keinen Schaden, dann macht what the fuck. Ja, fahr vorbei, ich hab die Abkürzung scheiße gefahren. Oh du, wir sind jetzt in der vierten, das wird sich noch wenden. Warum hebt denn der jetzt da ab? Was soll denn der Quatsch? Damit ich wieder vorbeikomme, nachdem du jedes Mal beim Eingang von der Abkürzung an mir vorbeifährst. Was irgendwie nicht gut ist. Ganz hervorragend, ich finde das richtig genial. Genauso wie es sein soll, schon. Naja, und auch generell bei, manche Zensurmaßnahmen sind auch komisch bei der BFG Edition, zum Beispiel, ISS-Uniformen, die sind ja einfarbig blau oder so, da ist jetzt wirklich nichts dran, was irgendwie Zensur bedarf, aber nein, wir packen normale Zombies rein. Ach, die BFG Edition macht so viel falsch, da kannst du ein Buch drüber schreiben, da fehlt ja sogar ein ganzer Levelabschnitt. Weil sie dachten, es wäre zu schwer. Zu schwer, ja genau. Ja, da fehlt ein ganzer Levelbereich. Okay, das wusste ich doch nicht, weil... Und dann... Der Boss von Resurrection of Evil hat bei BFG schon keine Lost Souls mehr. Ui. Das macht ihn aber dann deutlich einfacher, wenn du dich nicht mehr um Lost Souls kümmern musst. Ja, die sind ja das, was ihn schwer macht eigentlich. Wir sind weg. Resurrection of Evil, BFG Edition, sind die weg. Und genau das gleiche mit dem, wie gesagt, was ich mit Level 5 eben sagte, mit der radioaktiven Schutzanzug. Da war ja das Besondere, dass man die gesamte Kanalisation ausharren musste, trotz schwerem Widerstand von Gegnern. Trotzdem musste dieser Schutzanzug reichen, damit du nicht verreckst. Ja, BFG Edition macht die Säure keinen Schaden mehr. Brauchst den Anzug nicht. Kannst du ja alle Zeit der Welt lassen, die Gegner zu töten. Ja klar, die Säure, die schädigt den Körper nicht. Das ist logisch. Das ist absolut logisch, ja. Ja, aber damit haben sie auch die gesamte Level-Idee dahinter zerstört. Dadurch war das nur normales Level statt eben halt eine Besonderheit. Ja, gut, dass ich mir das Scheißspiel nie geholt habe. Und dann sind es ja auch so Kleinigkeiten. Zum Beispiel Health-Stationen, die sind bei BFG Edition alle immer auf 100 gefüllt. Egal welche. Und normalerweise sind ja manche nicht komplett gefüllt, aber bei BFG Edition immer 100. Ich denke mal, die wird ein bisschen anfänglich gemacht. Ah, jedes Mal? Ja, könntest du ja gerne tun, aber bitte nicht auf Nightmare, beziehungsweise auf Ultraviolence was, glaube ich, in dem Fall. Da macht das keinen Sinn. Bei Doom heißen die Level. Bei Doom 3 hießen die Schwierigkeitsgrade doch irgendwie Veteran und irgendwie sowas. Ah ja, genau, Veteran, ja. Genau. Ja, das war auch so eine Sache, also jetzt nichts, kein Torschlagkriterium, aber das fand ich bei Doom 3 auch schon scheiße. Gut. Also auch im Normalen schon. Konnte ich jetzt mit leben tatsächlich, aber... Aber mir gefällt das eben nicht. Das ja, man kann mit leben, das aber... Das leichter gemacht haben, ne, das fand ich eben echt scheiße. Nicht auf Veteran, also... Können sie ja gerne für die Hurt Me Plenty und so leichter machen, damit aber auf den höchsten Schwierigkeitsgrad sozusagen. Ja, ich weiß auch generell nicht, was so verkehrt daran ist, wenn sie es halt wirklich machen, dass dann weniger Gegner kommen oder die weniger Schaden machen oder du mehr Schaden machst, was weiß ich nicht. Aber dass sie dafür das Level Design dann so lassen, wie es ist. Weniger Gegner hasse ich auch für die Pässe. Also ich mochte die Schwierigkeitsgrade bei.
Classic Doom überhaupt nicht. Weil dadurch das Gameplay anders, wenn sie die Gegner rausnehmen und verändern, das finde ich scheiße. Ja, es ist mir scheißegal, du spielst sowieso nur auf Ultra Violence, also. Ja, aber dadurch kann man jetzt auch nicht sagen, Stevie, spiel auf Easy Doom 1 oder was. Weil ich da. Das ist einfach dann doof, dass das Gameplay dann anders ist. Das finde ich nervig. Und am besten hast echt die Sand gelöst. Das finde ich, also Descent hat es echt am besten gelöst. Auf jedem Schwierigkeitsgrad sind die gleichen Anzahl an Gegner, die gleichen Gegnerarten, die gleiche Damage, ist alles gleich. Was da eben halt anders ist. Wie viele Schüsse schießt der Gegner pro Attacke? Wie intelligent ist er? Wie aggressiv ist er? Wie schnell fliegen die Schüsse? Und sowas alles. Wie viel Schild bekommst du zurück von einem Schild-Power-Up? Das ist cool. Da hat man sich Gedanken gemacht. Statt Gegner Gedanken raus. Haben sie sich bei Decent gemacht. Da kannst du das nicht sagen. Statt Gegner rauszunehmen oder noch schlimmer gegen Multiplikatoren zu spielen. Wobei, da gab's, weil so. Du hast ja die Shadow Warrior gespielt, hattest du ja mal gesagt. Ja. Bei Shadow Warrior beim Plugin. Plugin sage ich schon jetzt hier, bei irgendeinem Add-on dazu. Da war es mal so, dass der letzte Boss, dass der auf den niedrigsten beiden Schwierigkeitsgraden überhaupt gar nicht spawnt. Weil sie das irgendwie verkackt haben, das hinzukriegen, dass da, da auf dem höchsten hast du halt ein und auf dem zweithöchsten. Was machst du da für einen Unsinn, Kirsche? Und dann hat das Spiel das irgendwie auf null gemacht und dann kannst du das Spiel nicht beenden. Okay. Was damit ist der höchste, der nächste Schwierigkeitsgrad eigentlich der höchste Schwierigkeitsgrad, wenn du es gar nicht beenden kannst. Weil es unmöglich ist, ja. Hirsch ist hier frech. Ich habe einmal diese Abkürzung ganz gut bekommen. Ja, aber Shadow Warrior ist auch was, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, dass das jeder mal gespielt haben sollte. Kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Und Bulletstorm kommt neue in VR. Also ich meine natürlich das Original. Und Bulletstorm kommt eine VR-Version bald. Und das ist cool. Das ist geil, ne? Ja. Ja, aber mit Shadow Warrior, da meine ich halt wirklich das Original. Das Remake, das ist irgendwie... Das ist viel zu kitschig, das ist absolut billig. Aber da gibt es das Gerücht, dass die VR-Version der Gore reduziert wird. What the fuck? Meinst du jetzt bei Shadow Warrior oder bei Bulletstorm? Damit du nachts noch schlafen kannst. Och, da, das wird schon irgendwie passen. Ja, war wahrscheinlich irgendwie, damit es halt nicht indiziert wird oder irgend so eine Scheiße. Ach, das wird doch heute gar nicht mehr indiziert. Oh, ich bin beim Wasser gefahren. Ja, es gibt immer noch Sachen, die indiziert werden. Hier Hatred oder so, das ist ja immer noch. Ja, wann war denn das passiert? Hatred ist doch nicht so alt. Okay, keine Ahnung, was das für ein Spiel ist. Aber dann müsste das Spiel schon echt schlimm sein, weil eigentlich ist Deutschland recht harmlos geworden in der Hinsicht. Weil das sogar Doom 2016 und Eternal nicht indiziert werden, ist ja schon eine Hausnummer. Also so brutal finde ich Hatred an sich auch nicht, also... Das Ding ist halt, also wahrscheinlich ist es an sich schon recht brutal, aber... Das ist halt so Draufsicht, ne? Also du kannst es nicht wirklich detailgetreu sehen. Also außer halt bei den, wenn du halt so eine Fatality oder so kriegst, dann wird einmal rangezoomt. Aber das Spiel grundsätzlich, wenn du es halt selber machst, dann ist es halt Draufsicht, ne? Okay. Boah, ey. Die haben langsam gehen meine Hände und Füße auf. Das Remake von Shadow Warrior, das ist extrem kindisch irgendwie. Die haben viele Sprüche rausgenommen, gegen Schwachsinnige ersetzt. Was passiert denn dort mit dir? Ich bin fast seitlich weggekippt, keine Ahnung. Du bist seitlich weggekippt. Ja, aber fast mit Überschlag. Alter. Und die haben wahrscheinlich gedacht, es wäre lustig, wenn du eine Waffe hast, die wie Dildo aussieht, mit denen du die Gegner anspritzt. Oh wow. Ernsthaft? Ja, die dachten, das wäre lustig, ja. Ja, ich lach mich tot.
Warum ziehst du jetzt hier schon wieder fast vorbei? Ja, weil ich jetzt hinten war, da muss ich wieder Schwung nehmen. Ey, das kann doch nicht sein. Du hast auch zwei Reifen gefahren. Wie kannst du jetzt schon wieder hier sein? Und der Härtefall ist ja doch, dass die gemeint haben, die haben irgendwelche Sprüche vom Original rausgenommen, weil die zu kindisch werden. Wie kannst du jetzt schon wieder hier sein? Du bist auf zwei Reifen gefahren. Ja, so weniger Rollwiderstand. Wieso sehe ich nicht mehr auf der Karte? Das ist doch nicht. Boah, ich fahre wieder wie der letzte Henker hier. Die Frage ist, was hast du gemacht? Du warst eine lange Zeit an mir dran. Ja, ach, du redest hinten oder was? Ja, ich bin letzter. Wie so üblich bei den Tropen. Dabei war er eine lange Zeit an mir dran. Ach man. Wo ist der Windschatten, wann man ihn braucht? By nice. Nächste Woche haben wir wieder Windschatten. Ja, beziehungsweise ihr habt Windschatten. Du nicht? Stimmt. Keine Ahnung, was Windschatten ist. Windschatten ist das, was man bekommt, wenn man nicht Erster ist. Ich Letzter und keinen vor sich sieht. Aber ich frage mich echt, was da passiert ist. Das nice, dass ich da nicht mehr joinen kann. Das hat immer geklappt. Ja. Und ich sehe den Server. Das ist doch genauso wie bei mir, dass nice einfach mein Lenkrad nicht mehr wollte. Ja, und das gerade bei dem Spiel, wo Lenkrad essentiell ist. Ich habe keine Ahnung, das hat einfach immer nicht mehr gewollt. Und dachte ich, mit dem PC neu aufsetzen, würde das nicht beheben, aber nein. Ach, dann muss ich nächste Woche wieder alle möglichen USB-Geräte deaktivieren. Aber Controller hat er ohne Probleme gefunden, aber das Lenkrad einfach nein. Oh, leider. Funktioniert der ja nicht richtig bei Nice. Keine Ahnung, was da das Problem ist. Natürlich ein mega Handicap, wenn du nur 50% eindenken kannst. Ja, aber da kann ich nichts machen. Ich hab da nichts irgendwie verstellt oder whatever. Ja, vielleicht muss man für Nice die Todeszone entsprechend einstellen in DXDIC oder so. Das würde ja in dem Fall möglich sein. Da müsste es theoretisch... Ja, Nice versteht sich gut mit DXDIC, also... Weil diesmal wollen wir ja keinen Stickdrift ausgleichen, von daher sollte das kein Problem sein. Oh. Mann. Alter, meine Hände. Unnötig doll am Lenkrad verkrampft. Wieso ist das denn einfach nicht möglich, gegen dich zu gewinnen? Weil ich mich unnötig am Lenkrad verkrampft habe. Wärst du weiter weg gewesen, wäre ich viel entspannter gefahren. Ey, du fährst auf zwei Reifen und ich gewinne trotzdem nicht. Was ist das für ein Bullshit? Ja, weniger Rollwiderstand auf zwei Reifen. Ach, come on, das ist doch nicht normal. Oh, du wirst die Zeit nicht mögen. Also bremst mein Lenkrad bestimmt. Bin froh, wenn ich dieses Unterbewusstsein nicht mehr haben brauche. Einfach Wheeler machen. Was du übrigens auch machen kannst, ist Wheeler... Achso, du hast keinen zweiten Bildschirm. Das Ding ist, Wheeler an sich braucht ja keine Ressourcen. Kannst du auf einen zweiten Bildschirm machen, riesengroß ziehen, keine Ahnung, und OBS halt sagen, nimm's nicht auf. Naja. Dann siehst du es, aber es frisst halt keine Ressourcen. Aber oh, die sinnvoller Zuschauer wollen ja im Nachhinein vielleicht auch also, Lenkrad sehen. Genau, in der Aufnahme wäre es schon sinnvoller. Deswegen habe ich ja auch bei mir diesen Controller-Input. Ja, genau, das angezeigt. Ist echt Gold wert, wenn man sieht, was derjenige macht. Deswegen. Na, bei der wird wahrscheinlich bei dir nicht 20% GPU fressen, ne? Keine Ahnung. Also die Controller-Anzeige. Dadurch, dass das so eine Browser-Source ist, also von der Webseite her abgegriffen wird, glaube ich nicht. Naja, ich habe ja kein Programm dafür, das wird einfach nur per Browser-Source von wo abgegriffen. Ja, wo ist der Unterschied? Ich meine, es ist ja OBS, wer die Ressourcen frisst, oder nicht? Naja, ich schätze mal, dass Wheeler so viel frisst, weil du eine Spielaufnahme für den Wheeler benutzt und da die Transparenz aktivieren sollst, damit das Graue weg ist. Ja, und wie machst du es bei dem Browser, dass da Transparenz ist? Das bietet ja manchmal schon automatisch an. Musst du auch Transparenz rechnen, oder? Weil oftmals bekannt ist, dass diese Browser-Sources viele davon diesen grünlichen Background haben. Eine ganze Sekunde. Das Ding, das du vornherein schon, ich hab doch gesagt, das wird dir nicht gefallen. Ich verstehe nur nicht, wie das möglich ist. Egal, sind wir durch jetzt, oder? Ja. War aber auch die letzte Runde. Nee, aber, davor war noch eine andere 3680, Rest war 38er. Ich habe keine 37.
Habe ich jetzt. Aber ich hatte heute teilweise gute Duelle mit Stevie, also. Keine einzige 37, nur 38er und 36er. War trotzdem ein guter Renntag.